Sonntagszeit ist Videozeit. Herzlich willkommen zu unserem neuen Sonntagsvideo, die 103. Folge. Ja, ich sag mal so, ich habe hier gerade alles aufgebaut. Ich werde dieses Video unterbrechen müssen, einmal kurz pausieren und dann wieder umbauen, weil ich habe Massen zu zeigen. Wir haben ein Shop-Update gemacht. Hat ja diesmal 3 Wochen gedauert bis zum neuen Shop-Update. Wir haben ja in der Regel alle 2 Wochen ein Shop-Update. Es ist aber so, dass ja Mr. Wollaholiker, also unser kleiner Hochstapler, Urlaub hatte und ich dann auch eine Woche kürzer getreten bin, und weil ich komplett durchgetaktet bin, also ich habe Shop-Updates, wichtige Ereignisse und so bis Mai nächsten Jahres geplant, da wusste ich im Vorfeld schon, dann brauchen wir 3 Wochen. Herzlich willkommen! Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Wollaholiker gelandet. Wollaholiker ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Du findest uns im Internet unter www.wollaholiker.de. Ich erzähle dir, was ich so gewerkelt, gestrickt und auch gehäkelt habe. Dann bekomme ich von ganz lieben Menschen aus meinem direkten Umfeld immer wieder kleine und große Strickstücke zur Verfügung gestellt, die ich auch reinhalten darf in unser Sonntagsvideo. Ohne diese Zeigespenden wäre ich auch nicht in der Lage, jeden Sonntag ein Video aufzunehmen, weil so viel Zeit zum Stricken habe ich einfach nicht. So. Da habe ich gesagt, dies ist eine Dauerwerbesendung. Nee, habe ich glaube ich nicht. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Oder man könnte es dafür halten. Selbstverständlich mache ich Eigenwerbung für unsere eigenen handgefärbten Garne. Aber du siehst beispielsweise Designs, die nach der Anleitung einer Designerin gestrickt ist, wie mein Summer Square Top. Oder andere Anleitungen. Du siehst möglicherweise auch Stricknadeln, doch ich bin weder beauftragt noch gesponsert, noch hat mir irgendjemand was zur Verfügung gestellt. Außer die Mädels, die mir ihre gestrickten Sachen zur Verfügung gestellt haben, aber auch die kaufen ihre Sachen ein und werden nicht gesponsert. So, Wochenrückblick. Ich war im Stress. Ihr kennt doch meinen Kalender, mein Bio, mein Kalender, und mein Wahlspruch für den September war ja, am Meer hat die Zeit keine Eile. Und mal ganz ehrlich, dann kam noch mein Spruch von letzter Woche: Warte auf Wunder wie der Gärtner auf den Frühling. Und ich habe mir immer gedacht, warte auf Wunder wie der Gärtner auf den Frühling. Alter Verwalter, und am Meer hat die Zeit keine Eile. Ich warte auf einen 48-Stunden-Tag. So war das. Und weil ich mein Bujo schon gerade gezückt habe, habe ich, nächste Woche den Wahlspruch, ist wahrscheinlich spiegelverkehrt, darum lese ich das vor. Leben alleine ist nicht genug, Sonne, Freiheit und eine kleine Blume braucht man auch. Das ist ein Satz von Hans-Christian Andersen. Den werde ich nächste Woche ummünzen im Kopf und mir denken, wo ist meine Brille? Leben alleine ist nicht genug, Sonne, Freiheit und ein klein wenig Strand braucht man auch. Dazu erzähle ich gleich mehr. So, dann habe ich das abgehakt. Was habe ich noch so gemacht? Ich habe fürs Shop-Update, ich sag mal so, 1300 Stränge gedreht. Hätte ich vorher schon drehen können, aber da habe ich gefärbt wie blöd. Und dann hing ich eben da. War ziemlich anstrengend. Ich mache das ja im Stehen und drehe von der Hand, aber keine Sehnenscheidenentzündung diesmal. Ich habe ja so ein neues Wundermittel.
Unser kleiner Hochstapler, unserem kleinen Hochstapler ging es gut. Ich wurde vereinzelt angesprochen und angeschrieben. Nein, der hat sich nur erschrocken. Die Blumen im Beet sind kaputt. Und die Leiter ist kaputt, aber ihm geht's gut. Und ansonsten, der ist ja diese Woche wieder arbeiten gewesen. Er hatte ja am Wochenanfang ein bisschen mistige Laune, aber inzwischen. Aber ich arbeite ja auch wenn ich nur in Wolle mache. Dann hatte ich Besuch im Laden. Ich habe Geschenke gekriegt. Und zwar, ich hatte Besuch aus Goslar. Da habe ich diese schicke Tasse gekriegt. Kann man anscheinend kaufen. Da steht nämlich www.goslar.de. Ist dann wahrscheinlich so eine ganz hochoffizielle Tasse. Wenn man da trinkt, grinst einen so ein kleiner goldener Adler an oder was immer das ist. Die kommt zu meiner Wartburg-Tasse. Und dann hatte ich doch Besuch aus Esslingen, die eigentlich aber von Husum kamen. Und ach, mein Heimatherz. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob ich das schon mal erzählt habe. Ich bin ja Kreis Esslingen geboren. Also ist da in der Nähe von Stuttgart, für die, die sich nicht so auskennen. Und ich hab tatsächlich immer schön, wenn man einen eigenen Wengert hat. Guckt mal, habe ich Geschenk gekriegt. Der Wengert der Familie. Und in Stuttgart, also aus dem. Jetzt muss ich das vorlesen. Guckt, jetzt mache ich Werbung. Also aus Württemberg, deutscher Sekt vom Weingut Klaus aus Esslingen, versektet in Stuttgart. Jetzt habe ich es in die Kamera gehalten, jetzt kann ich es auch schlachten. Danke. Spätburgunder Rosé. Sekt. Ganz vorsichtig mit meinem Schatz. Nicht, dass da noch was passiert. Und zum Glück trinkt Mr. Woloholika nichts. Also bleibt die Flasche mir ganz alleine. Die trinke ich dann langsam Sütsche und werde immer an dich denken. Dankeschön. So, wo und ich hatte noch mehr Besuch, hatte Besuch aus dem Westerwald, aus Goslar habe ich schon gesagt, ich frage immer so ein bisschen, aus dem Rheinland, aus Hessen, aus Hannover und mehrere Leute von der anderen Seite. Also für die, ich hatte ja eine ganze Zeit lang regelmäßig Instagram Live gemacht, könnte ich auch mal wieder machen, nicht regelmäßig, sondern ab und an. Und da haben sich die Leute von der anderen Seite auch immer zugeschaltet. Ihr kennt das doch, das Köln und die andere Seite vom Rhein, das ist ja Düsseldorf. Die kabbeln sich ja immer so ein bisschen. Und ich habe das immer so ein bisschen, oder mir gefällt das so ein bisschen. Und die andere Seite, das sind die Ortschaften auf der anderen Seite ja von der Weser. Also. Ist wahrscheinlich so ein kleiner interner Running Gag. Besuch, ganz lieber Besuch, hatte ich wirklich von überall her. Ach, was habe ich gemacht letzte Woche? Ich habe den. Guck, jetzt hätte ich meinen blauen Häkelring anziehen können. Ich habe einen gelben gemacht, weil ich ja so ein neues gelbes, quietschegelbes Outfit habe. Dazu habe ich ein Video gemacht, ein Häkelring. Da kam eine Frage, die habe ich auch schon beantwortet. Nein, diese Rocails kannst du nicht schon bei dem Baumwollgarn den Faden ziehen, auf das Garn ziehen, weil die Rocails haben zu kleines Loch für herkömmliches Baumwollgarn. Das ist mein neuer gelber Ring. Und dann habe ich natürlich bei der Woloholika Strickschule weitergemacht, wie man den Faden wechselt. Aber ihr seht, weit bin ich nicht gekommen. Aber ich habe mein aus der tollen Nepal, da bin ich ja so begeistert von, aus der tollen Nepal, die auch bei uns im Online-Shop ist, habe ich ja das Sommer Square Top der Designerin hinterm Stein gestrickt. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen aufstehen. So ist es geworden. Ich finde das ganz toll. Das ist mit Sicherheit auch nicht das letzte Top, das ich aus der Nepal stricke. Ich habe insgesamt, ich glaube, ich habe drei oder vier so Top-Anleitungen von der Designerin. Total klasse.
Ich hatte ja im letzten Video hatte ich ja erzählt, dass ich denke, dass die Nepal einläuft, so 1 bis 1,5 Zentimeter in der Länge, aber ist überhaupt nichts passiert. Hat genau die richtige Länge. Nichtsdestotrotz werde ich die Designerin hat immer so Zwischenschritte, also nicht S, M, L, sondern so Zwischenschritte, M1, M2 bei ihren Anleitungen. Da werde ich das einen Tacken breiter machen. Aber nur einen Tacken. Aber ansonsten, ich bin begeistert. So ein richtig schickes Basic-Teil. Ja, ich bin sehr zufrieden. Was wollte ich noch erzählen? So, was haben wir noch gestrickt? Gestrickt haben wir noch. Ich habe so ein neues Geheimprojekt. Da habe ich ein bisschen was gemacht. Fragen dazu werde ich auch nicht beantworten, aber ihr habt das mal gesehen. Da bin ich am Werkeln. Und die liebe Eike. Die liebe Eike hat Socken in 41, 42 gestrickt. Wölkchen Oliv auf der Special Effects mit so einem kleinen Zopf hier an den Seiten, also innen nicht, sondern immer an den Außenseiten der Socken mit Nadeln in Größe 2,25 und 64 Maschen. Die haben alle so viel gestrickt, ich gar nicht. Dann hat die Sigrid, hat mir auch so ein kleines Mannequin dazu gemalt. Die hat Stulpen gestrickt und zwar mit dem Muster Fischernetze gibt es, die Anleitung gibt es kostenlos auf Reverly. Und das ist Tweed aus dem Wollaholica Shop in der Färbung Hainblöd. Mit 64 Maschen. Wer die Designerin ist, hat sie mir nicht aufgeschrieben, aber ich finde die ganz schick. Die sind richtig schick. Ist auch meine Farbe. So, alles schön ordentlich wieder auf die Seite packen. Dann hat die Anita gestrickt. Stulpen mit einem. Da, warte mal, mit einem Daumenloch. Stulpen mit einem Daumenloch, vorne länger, als ich sie gemacht habe. Ist vielleicht auch eine ganz schicke Idee. Hier zwei rechts, zwei links, dass das schön elastisch bleibt. Und hier, dass man die Färbung schön sieht. Das ist die Färbung Teewasser. Sie hat die Stulpen mit dem Daumenloch gestrickt. Mit 56 Maschen und der Nadelstärke 2,5. Das ist auch schon mein Stichwort. Das ist nämlich eine unserer neuen Special Effects Färbungen. Das ist das Teewasser. Das weiß ich nicht, fokussiert der Bursche oder nicht? Teewasser. Teewasser. Die war auch in der Flat. Teewasser, da passt natürlich Kluntje dazu. Das ist die Färbung Kluntje, auch so mit kleinen Sprenkeln. Passen farblich zusammen. Und da hat sie. Moment. Auch Stulpen gestrickt aus der Kluntje, aber ohne Daumenloch. Mit 56 Maschen mit Nadelstärke 2,5. Also das ist Teewasser. Natürlich gerade das Daumenloch hier. Das ist Teewasser und das sind die Kluntje. Schon verstrickt. Fleißig, fleißig. Die sind auch gestern im Shop gelandet. Und wenn ihr euch wundert, warum Anita schon die Stulpen fertig hat. Anita hat eine Flat. Die Flat kann man bei uns kaufen im Online-Shop. So viele Flats, wie du magst. Da bekommst du dann immer vorab schon die Special Effects Färbungen, ohne dass du dich darum kümmern musst und Stress hast.
wenn das Shop-Update kommt, dass du noch was abbekommst. Das war die Kiste. Letzte Woche habe ich gesagt, ich habe was Neues angefangen. Ist abgestürzt. Ich habe was Neues angefangen. Ich bin noch nicht richtig weit gekommen. Ich werde es euch zeigen, wenn ich weiter bin. Keine Masche weiter ist gewachsen, aber ich wollte es euch zumindest zeigen. Ich stricke aus der Bangbüchs. Das ist ein Lace. Das ist mein neues Hauptprojekt, diesen Fading Point von Jochi Locatelli. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also ich brauche mal vier verschiedene Farben und die habe ich mir zusammengestellt und stricke jetzt dieses Hauptprojekt damit. Ist eine Kaufanleitung, gibt es auf Reverly, ist auf Englisch. So, habe ich nichts vergessen. Jetzt kommen wir mal zu dem da. Ja, das war mein... Oh, das hat mich gepiekt mit der Nadel. Das war mein Sommersquare-Top. Und dann hat... Ich habe ja immer erzählt, Familie Hase kommt zu Besuch. Ich habe niemand in meiner Verwandtschaft oder Bekanntschaft schon, die Hase heißen, aber die war nicht da, sondern ich hatte eine andere Familie Hase zu Besuch. Und zwar, wir haben was mit Angora, also mit Hase. Die neue Qualität heißt nicht Special Effects oder Basic oder so, sondern die heißt Hasenpups. Das hat den Hintergrund, ich nenne meine Söhne immer, na du kleiner Hasenpups. Fand ich so witzig. Mr. Wollolika hat ein bisschen leicht entsetzt geguckt, aber ich habe mich durchgesetzt. Das da hat Astrid gestrickt. Astrid hat, als sie die Rohware gesehen hat und dann, wie sie dann aus der Waschmaschine kam, die Stränge, gesagt, das muss sie auch haben. Das ist mit zwei, nicht ganz zwei Strängen, eine Jacke, die Astrid strickt. Strickt im Moment die Blende da vorne. Das sind nicht ganz zwei Stränge. Aus dem Paket Frau Hase. Da erzähle ich gleich noch mehr dazu. Und zwar strickt sie mit Nadelstärke 4 aus dem Buch Lieblingspullover stricken die Jacke Mills. Da fällt mir 7 Teils ein. Meine graue Jacke. Ich suche mein Buch. Ich hoffe, ich habe es nicht ausgeliehen. Also, ich habe ja in der Folge die Kiste des Grauens so eine graue Jacke in die Kamera gehalten mit so ganz vielen Zöpfen. Ich weiß auch, das ist in einem Buch von der Danielsen, meine ich, auswendig zu wissen, aber ich finde das nicht. Ich habe es bestimmt irgendjemand ausgeliehen. Es gibt jetzt noch ein Regal, wo das da drin stehen könnte, oder es ist nach hinten gerutscht. Ich gucke noch mal nach, ich vergesse es nicht. Und dann halte ich die Jacke passend dazu auch noch mal in die Kamera. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Shop-Update. Oder habe ich was vergessen vom Wochenrückblick? Nee, ich habe eigentlich nur Shop-Update gemacht. Es kamen neue Basics in die Kamera. Und zwar quietschgrün, der Laubfrosch, der Kamillentee. Es gibt noch eine, da wurde ich angeschrieben, es gibt noch eine Färbung, die heißt auch Kamillentee. Wenn du dann, wenn du dir Namen einfallen lässt, dann irgendwann fällt dir nichts mehr ein und die andere sieht ganz anders aus, heißt aber auch Kamillentee. Aber lasst euch nicht irritieren, ich färbe ja nicht immer alles nach. Kamillentee, quietschgrün und Laubfrosch. Seefahrt, Babyrosa und Puderrosa. Goldlocke und Klatschmond. Das ist ein Rot. Irgendwie sieht das ganz pinkig aus. Hazelnut und Gewürze. Das sind die neuen Basic-Stränge, die einzeln in den Shop kamen jetzt am Wochenende und natürlich Teewasser und Kluntje, die ich euch schon gezeigt habe.
Und die Regenfront, das sind so ganz, ganz kleine graue blaue Sprenkelchen drauf, ein bisschen gelb, wenn es gewittrig ist, ein bisschen pinkig, aber pink kann man das nicht nennen. Auch diejenigen, die nicht rosa oder pink mögen, denen wird das gefallen. Das Herbstlaub. Und Moos. Könnt ihr jetzt sehen, die passen alle zusammen. Erntedank. Sieht so ähnlich aus wie Wölkchenbutterblume, ist aber komplett anders gefärbt. Erntedank. Die Herbststimmung. Das Maisfeld. Ich kann das gar nicht alles halten. Und Farn. Na, das ist ein bisschen ein anderes Grün, ist ein bisschen dunkler, aber die passen farblich alle zusammen. Alles Special Effects. So, dann gab es neue Sockhaven. Die Mittagspause, der Röhrkohl. Röhrkohl ist eine Kohlart, die wächst anscheinend, habe ich mir erzählen lassen, nur hier an der Worcester Nordseeküste und auf dem Deich. Röhrkohl, die Mittagspause, soll ich auch mal ein bisschen anständig zeigen. Die Mittagspause, Hokkaido und das Roggenfeld. Also wenn ich den da jetzt rausnehme, passen die da farblich hervorragend zusammen. So. So untypisch. Jetzt zeige ich euch ein paar Pakete und dann Zwillinge. Und dann ist nicht Schluss, dann geht es nochmal mit Einzelsträngen los. Ich habe ganz viel Sprenkel gefärbt, aber die liegen auf der anderen Seite. Dazu muss ich tatsächlich einmal kurz Pause drücken. Wir haben neue Aurelia-Pakete gepackt. Das ist das Aurelia-Paket 219. Hier ist ja immer die Anleitung hinten drin in schriftlicher Form zum Aurelia-Tuch. 220. Die gibt es quasi gratis dazu. Das Bundle, ich nenne es mal Bundle, kostet nicht mehr als die einzelnen Stränge. 217. 221. Na, kennt ihr den? Da ist der Teewasser drin. Das Teewasser drin. 218. Und 222. Das sind die neuen Aurelia-Pakete. Und jetzt ziehe ich mal Verzeihung. Ach, das Abo. Wir haben ja auch unser Abo geliefert. Fällt mir jetzt ein, weil ich die Stränge hier sehe. Bremerhaven im Juli. Ich färbe ja Färbungen im Kreis der Jahreszeiten. Deshalb habe ich, da hatte ich jetzt wieder Mails. Ich kann nicht sagen, du bekommst das ohne Rosa oder ohne Pink. Ich färbe tatsächlich so, wie ich diesen Monat, die Jahreszeit wahrnehme. Und da kann es durchaus ein Nord-Süd-Gefälle geben, weil ich wohne hier mal nun an der Nordseeküste. Bei uns war es beispielsweise letzte Woche bis auf Samstag richtig kalt und fies, 12 Grad, 10 Grad. Tagsüber vielleicht dann später, wenn es richtig warm war, höchstens mal 14 mit Wind, Regen, richtig Regen und ganz viel Nieselregen. Bei 12 Grad an der Küste kannst du einen Wintermantel anziehen. Das ist halt nun mal so. Und dann mache ich weiß, dass das andere Handfärber oder Anbieter machen, dass sie dann auf so spezielle Wünsche eingehen. Aber ich kann das nicht. Ich kann das auch in diesem zeitlichen Umfang gar nicht. So wie die Jahreszeit kommt, wie ich die Jahreszeit eben erlebe, so
ja, so färbe ich dann auch diesen Monatsstrang. Ich komme nicht in den regulären Verkauf. Manchmal habe ich ein, zwei übrig. Die liegen dann im Laden, aber in den eigentlichen Verkauf, im Online-Shop kommen die nicht. Ich habe dieses Mal auch, das ist Bremerhaven im Juli 2000, die Jahreszahl dazu geschrieben, weil mir jetzt schon aufgefallen ist, da hat jemand irgendwie Dezember Bremerhaven im Dezember gestrickt. Dann denke ich immer, Bremerhaven im Dezember, die Färbung sah doch ganz anders aus. Bis mir dann eingefallen ist, ach, das war vielleicht Dezember von vor einem oder von vor 2 Jahren. So, ich mache noch mal einen Schwenk zu Flat und zum Abo. Ich habe da kein Limit. Also nicht, es gibt 20 Plätze oder was, und wenn einer dann aufhört, dann ist wieder ein Platz frei, sondern so viele Abos, wie ich Bestellungen habe, färbe ich auch. Und auch diesmal, ich habe 5 mehr gefärbt. Falls noch jemand bei diesem Abo einsteigen möchte, herzlich willkommen, ich habe noch welche. Das ist Bremerhaven im Juli 2000. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen, im Juli 2000, ich war da ein paar Mal am Deich. Ich war da ein paar Mal am Deich und da hat es immer geregnet, da war richtig Wind. Also hier ist das Wasser und hier sind so kleine graue Sprenkel, die Regentropfen. Und dann war ich auch manchmal am Sandstrand. Jetzt wollte ich aber nicht naturfarben lassen oder das Watt färben. Also habe ich gedacht, ich mache so eine Mischung, ist ja auch herbstlich. Also jetzt die Zeit jetzt. Das ist Bremerhaven im Juli 2000. Na, wenn ihr euch beispielsweise dieses Abo holt, dann ist das so, bezahlt einmal Porto. Bekommt bei einem großen Abo 4x3 Stränge immer am Ende des Monats von einem Quartal und spart euch dann quasi dreimal die Portokosten. Das ist Bremerhaven im August. So, wie kam ich auf diese Färbung? Bremerhaven im August. Bei uns war es auch heiß, 37 Grad. Alter Verwalter, da war es auch richtig heiß. Und deshalb habe ich das so gefärbt. Jetzt wollte ich nicht einfach nur einen knallroten Strang oder eine Flamme oder sowas färben, sondern das ist der Asphalt. Und wenn dann auf diesen Asphalt die Hitze so drauf scheint, dann flimmert doch dieser Asphalt so ein bisschen. Das da sollen diese Flimmer, also dieses Geflimmer darstellen. Und das ist die heiße Sonne. Immer wenn ich aus dem Laden ging und habe dann so Richtung Straße geguckt, dann konnte es richtig sehen, ein bisschen dampfen, ein bisschen flimmern und wie es dann so hoch ging und dann die Hitze von oben. Bremerhaven im August 2000. So, und Bremerhaven im September. Wir haben jetzt ja, der Herbst ist hier, die Blätter fallen schon runter. Ich weiß, ich habe mit meiner Mama ja gesprochen oder mit Familie gesprochen. Die saßen da im Garten, waren im Freibad und im Sonnentop und hier quasi mit dem Wintermantel. Bei uns ist der Herbst da. Und das ist Bremerhaven im September. Reife Erntefelder, Maisfelder mit ein bisschen Grün. Die kleinen Zimbel da so reinstecken. Bremerhaven im September 2000. Alle drei Färbungen Bildern übrigens. So, jetzt komme ich zu den Zwillingen. Haben hier gepackt, das ist auch das ist Sockenwollbasis, ein Strang Basic, ein Strang Special Effects, ist immer ein einfarbiger und einer mit ein bisschen aufwendigeren Färbung. Das ist Cold Water. Zwei Stränge farblich aufeinander abgestimmt. Ich binde die dann immer mit so ein bisschen Geschenk. Bandpinsel zusammen. Cold Water. Erntedank. Ups. Erntedank. Gscheide Henne.
Scheidehenne, Tante Frieda, Freshwater, Harmonie, Harmonie, Tante Erna, das ist ja eine Färbung nach einer Katze, die Erna heißt, Tante Erna und der Zwilling Rosa. Da sind so über und über kleine Speckles drauf. Das ist der Zwilling Rosa. So, und jetzt guck, 30 Minuten. Ich mache jetzt ganz kurz Pause und baue einmal um. So, wieder da. So, Plüster habe ich gefärbt, aber nur zwei Färbungen. Und zwar den Steingarten. Das ist ja ein Mohair-Garn. Mit 80% Wolle Mohair, 21 Mikron, 20% Polytierchen, 900 Meter Lauflänge, natürlich Ökotex Standard 100. Und da ist der Steingarten entstanden und die blaue Stunde. Dann haben wir Merino High Twist einmal aufgefrischt und zwar mit dem Matrosen. Keine andere Färbung kam da dazu. Die Bangbüchs haben wir aufgefüllt mit dem Orient, dem Erntedank und den Gewürzen. Und das ist genau das, mit dem ich meinen neuen Tuch, dem Fading Point, stricke mit noch einem dunkleren Grau dazu, den stricke ich aus der Bangbüchs. Das ist auch 75% Wolle, also Merino extra fein mit 19,5 Mikron, 25 Poly, 800 Meter, mulchingfrei, Nadelstärke 3 bis 6, schadstofffrei, Ökotex Standard 100 und so weiter und so weiter. Aber weil das so plustrig ist, stricke ich da ja auch schon Socken von. Das gibt es beim nächsten Shop-Update. Hoch und runter. Dann haben wir noch Smet gefärbt. Smet, das ist ja was mit Tencel. Die Butterblume und den Silberfuchs. Da fehlen die Etiketten, deshalb lege ich die jetzt ein bisschen weg. Die muss ich noch ausdrucken. So, jetzt möchte ich die beiden neuen Qualitäten erst zum Schluss machen. Der Hasenpups kommt zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Dann habe ich die Smoothie gefärbt. Das ist ja ein Garn mit Merino und Seide. 80% Wolle, 20% Seide. Auch mulchingfreies Merino mit 22 Mikron. Das ist eher glatt und dünner, weißt du, so wie du dir so ein Seidenblüschen vorstellst. Unsere neue Qualität, die Seidenraupe, guck dir mal die Dicke von dem Strang einmal an, wie schon die Dicke anders ist. Das plustert richtig auf. Habe ich doch die Seidenraupe reingehalten, obwohl die Zusammensetzung etwas anders ist. Also, das ist der Steingarten. Der Steingarten auf der Smoothie. Mal das da rein. Das ist die gesprenkelte Zitrone. Die habe ich auch endlich mal wieder gefärbt. Die gesprenkelte Zitrone und die Schaumkrone. Die Schaumkrone. Guck, und das ist die blaue Stunde. Die gleiche Färbung wie auf dem Plüster, auf dem Mohair-Garn. Passen auch zusammen. Und dazu noch eine Maus, eine dunkle Maus. Die passen auch zusammen. Dann
Die Maus habe ich schon reingehalten. Das Sonnenrad. Das ist über und über mit Sprenkel. Das Sonnenrad. Fokussiert der Bursche nicht? Ich habe so schöne Sprenkel gefärbt. Und der Nordseesturm. So, dann habe ich noch. Ihr seht, ich habe noch Pinta gefärbt. Pinta habe ich gefärbt. Und zwar habe ich ja gesagt, das färbe ich so, dass es zu den Originalgarnen passt. Auch nicht, dass was abstürzt. Und zwar auch hier habe ich Teewasser gefärbt. Da wurde ich auch gefragt. Das ist tatsächlich genau die gleiche Färbung, sieht nur auf dieser Base anders aus. Das ist das Teewasser. Und guck mal, das passt zu dem Anthrazit. Das ist die Farbe 6. Oder wo ist das? Jeansblau. Oder das Aubergine oder auch zu der Farbe Nummer 1, zu dem Dunkelblau. Passt das dazu? Und dann habe ich noch hier auch den Erntedank gefärbt. Guck mal, auch da ist die Farbe 21. Auch hier passt das da dabei. Oder der Farbe, na, dreh dich um. 10. Das ist Erntedank. Und dann habe ich noch gefärbt die Färbung Herbstgräser. Auch das da passt dazu. Hu, hu, hu. Herbstgräser. So, das sind die Herbstgräser. Und dann habe ich noch Herbstlaub gefärbt. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen unscheinbar gestrickt. Das ist aber ganz toll und selbst das passt zu den schönen Naturfarben des Herstellers. Weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Die Herbstgräser. Jetzt packe ich die mal wieder ordentlich ein bisschen weg. So, alles ordentlich weggepackt. Jetzt kommen wir zur Seitenraupe. Die habe ich ja gerade eben schon mal reingehalten. Da gibt es neu. Die graue Maus. Petrol. Der Silberfuchs. Weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ein bisschen heller, ne? Silberfuchs. Und natürlich den Zauberwald. Die gibt es einzeln. Das ist die Seidenraupe. 70% Wolle Merino extra fein. 19,5 Mikron. 30% Wolle. 400 Meter auf 100 Gramm. Nadelstärke 2,5 bis 4,5. Ökotex Standard. Bla bla bla. Das ist die Seidenraupe. Und zur Seidenraupe haben wir auch Pakete gepackt. Und zwar das Paket Herbststimmung. Und Beere und den Nordseesturm. Das ist alles die gleiche Qualität. Nordseesturm und Beere mit der Seidenraupe. Und jetzt kommt mein Hasenpups.
Das Beste zum Schluss. Da haben wir Pakete gepackt, aber auch ein paar einzelne Stränge. Aber ich werde nachlegen. Das ist wie gesagt 70% Wolle, Merino 18,5 Mikron, 20% Polytierchen, 10% Angora. Bevor jetzt die Tierschützer aufschreien, zertifizierte EU-zertifizierte Haltung. 420 Meter auf 100 Gramm, natürlich Ökotex Standard, bla bla, Nadelstärke 2,5 bis 4,5. Und da hat sich die Astrid, die ja hier schon angestrickt hat, so ein Paket geschnappt. Das ist Frau Hase. Also die Kategorie heißt Hasenpups, Vodolika Hasenpups, und das ist Frau Hase. Das da sind zwei Stränge. Total schöner Rücken, kann auch entzücken. Die macht jetzt gerade die Blende. Da hat sie noch alles Mögliche von übrig, weil wenn aus zwei Strängen schon fast, und da hat sie noch was übrig, und wenn aus knapp zwei Strängen, sie sagt, sie denkt, sie kriegt aus dem vierten dunkleren Strang, aus dem sie gerade die Blende strickt, mit Sicherheit reicht das ewig, dann hat die ja einen ganzen Strang übrig. Da kannst du, weil da Poly drin ist, ein paar Sofasocken machen. Ist stabil. Du kannst Stulpen von machen, du kannst eine Mütze von machen. Falls du schon mal Angora gestrickt haben solltest, das sind ja so kleine Härchen drin. Das ist wie wenn du bestimmte Alpaka-Garne verstrickst, so die ersten Male wedeln dann so drei, vier, fünf Härchen durch die Gegend. Astrid sagte, also ich habe das selber noch nicht angestrickt, Astrid sagte, nach 2, 3 Stunden ist das vorbei und dann kannst du das so wegstricken. Es strickt sich wie Butter, gleitet so über die Nadel. Also Kundenmeinung. Das ist das Paket Frau Hase. Dann haben wir natürlich auch den Herrn Hase gefärbt aus der Familie Hase, weil Herr Hase war auch zu Besuch. Das ist der Herr Hase. Sehr naturverbundener Bursche. Und dann gibt es noch den Kapitän Hase. Logischerweise, wir sind ja hier an der Küste. Den Kapitän Hase. Und dann gibt's, ach sitz, jetzt wollte ich noch meine eine Projekttasche rauspulen. Dann gibt's noch den eleganten Hasen. Das ist der elegante Hase, das Wollpaket, eleganter Hase. Und genau so eins habe ich mir weggelegt. Der elegante Hase. Und die Stränge gibt's auch einzeln. So, guck. Ich glaube, wenn wir da einen Wickelservice haben beim Hasen, ich glaube, da müssen wir mit Mundschutz wickeln. Das ist der Kamillentee. Der Kamillentee, der ist, also sind auch in diesem Paket mit drin. Der Zitronenfalter und der Nordseesturm. Hasenpups von Vodolika, neue Qualität und auch die Seide. Das war's. Das war das Shop-Update. Also, guckt euch das an. Für eine fette Jacke reichen da locker 4 Stränge. Auch wenn das richtig breit werden soll. Mein Wochenausblick. Wie ihr wisst oder wie ich manchmal schon erzählt habe, mache ich ja einen Tag im Monat frei. Nächste Woche ist es soweit, und weil schönes Wetter wird an der Nordseeküste, also sagt zumindest der Wetterbericht, ist mein Feiertag am Mittwoch, und da fahre ich an den Sandstrand nach Cuxhaven, Zahlenburg. Ich habe ja, da habe ich es ja nicht so weit, ich fahre da 20 Minuten, da bin ich am Sandstrand. Bis zum normalen Deich mit Schmodder habe ich 4 Kilometer, aber ich fahre an den Sandstrand und dann. Das ist mein Plan. Also, das ist das Wichtigste, das Heilige. Aber natürlich färbe ich. Ich mache Wickelservice. Ich muss noch ein bisschen Monatsabschluss machen.
Ich glaube, ich habe 1 Million gesammelte E-Mails. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe also bei manchen, ich schaffe das nicht alles zeitnah zu beantworten. Manchmal habe ich am Tag 300 unterschiedliche Nachrichten. Also ich kann das nicht. Und wenn ich dann bei diesen 300, wenn ich dann da 50 Bildchen weitergeleitet, bitte weiterleiten, aussortiere, bleiben dann trotzdem noch so 250. Und dann heißt ja, ich hätte gern das, ich hätte gern das und was empfiehlst du mir, bla. Beantworte ich alles gerne, aber gerade häuft sich das. Das wollte ich damit sagen. Ich arbeite nach. Ich komme da auch hinterher, so wie gewohnt. Aber gerade ist so, keine Ahnung. Es sind dann ganz oft Fragen zum Video. Wie hieß die Anleitung nochmal? Genau, eigentlich, das sind die meisten Fragen. Wie hieß die Anleitung nochmal? Oder ich hätte gerne, guckt jemand so ein Sonntag-Video nach? Habe ich ein Shop-Update gemacht? Ich hätte gerne das Aurelia-Paketnummer. Keine Ahnung, das gibt's alles schon nicht mehr. Oder machen Screenshots oder ein Foto vom Fernseher, schicken mir das dann zu. Wo finde ich das im Shop? Bin Handfärber, ich färbe nur in ganz kleinen Mengen. Ja, wie soll ich das sagen? Das hat ja was mit Individualität zu tun. Wenn du dir jetzt so ein Paket Frau Hase kaufst, vielleicht färbe ich genau das nochmal nach. Vielleicht. Aber vielleicht belasse ich das auch einfach bei diesen 4 Paketen. Dann hast du 5 mit Astrid. Dann gibt es in Deutschland genau 5 Leute, die eine Jacke daraus stricken. Oder 2 Pullover, eine Jacke und die vierte strickt ja Mütze, Schal. Sehr individuell. Na, also Fotos, mir Fotos zuschicken oder so. Schaut, wenn ihr noch mal was wissen wollt, schaut das Video einfach noch mal selber an. Ich antworte bestimmt gerne auf alles, aber an manchen Tagen ist das echt heftig. Ja, das wollte ich sagen. Natürlich stricke ich dann nächste Woche an meinem neuen Hauptprojekt. Ich mache natürlich auch neue YouTube-Videos nächste Woche. Mein Tag frei. Habe ja schon erzählt, mein Leben allein ist nicht genug, Sonne, Freiheit und etwas Strand braucht man auch. Am Meer hat die Zeit keine Eile. Am Meer hat die Zeit keine Eile. Ich mache einen Tag Pause. Was mache ich noch? Montag, Dienstag Video, Büro. Ganz viele Sachen beantworten. Mittwoch mache ich frei. Donnerstag färbe ich. Freitag die restliche Färbung, die abarbeiten. Laden hat auf. Samstag hat der Laden hat auf. Sonntag mache ich Haushalt. Wäsche bügeln und so weiter und so weiter. Sonntagsvideo, ja, dann ist die Woche auch schon wieder rum. Und ist die Kalenderwoche 38, Leute. Weihnachten naht mit schnellen Schritten. Also wenn ihr noch für eure Familie eine Batterie gut wärmende Wolle braucht, besorgt euch so ein Paket. Sehr ergiebig. Könnt ihr fast eine ganze Fußballmannschaft mit bestricken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Sonntagszeit ist Videozeit. Deine Gabriele von Wollholiker.